Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich ein Live-Gameplay-Commentary für euch im Modern Warfare Remastered. Und wir spielen ein bisschen Käfig-Schlacht, Käfig-Match. Ich bin mal gespannt, wer jetzt mit mir im Käfig ist, ob er mit mir im Käfig sein möchte, ob wir ihn zerreißen werden wie ein Löwe oder ob wir zerrissen werden. Ja, wir haben den Undead als Gegner, wie wir sehen. Mal sehen, wie der Gute spielt. Und was er drauf hat. Hallo, wo bist denn du? So, mal ganz kurz als Vorabinfo oder als Information generell für jeden hier auf meinem Kanal, an die Zuschauer. Wenn ihr euch wundert, warum die letzten 3, 4 Tage kein Video gekommen ist, muss ich daran wirklich sagen, tut mir leid, aber es liegt ganz einfach daran, dass die Telekom das absolut nicht auf die Reihe bekommt, ihr scheiß Internet zu fixen. Ich bin richtig sauer. Ich habe die letzten 4 Tage kein Internet gehabt. Beziehungsweise das Internet, das geht die ganze Zeit an und aus. Der Router startet sich die ganze Zeit neu. Und das liegt nicht an den Geräten, das liegt an deren Leitung. Das haben die auch schon nachgemessen. Ich habe normalerweise eine 100.000er Leitung hier mit 40.000 Upload, also 100.000 Download, 40.000 Upload. Mit der arbeite ich ganz normal normalerweise. Und zurzeit habe ich hier gerade meine 10.000er Leitung Download zu 2.100 Upload, was richtig, richtig langsam ist für das, was ich normalerweise haben sollte. Meine Leitung kostet nämlich auch einiges an Kohle und ich bekomme absolut nicht das raus, was ich dafür bezahle. Dann noch dazu als Info, ich habe normalerweise auch Fernsehen, Internetfernsehen, was ich derzeit auch nicht bekomme, was absolut nicht funktioniert. Und ja, es ist einfach frustrierend. Und wie gesagt, wenn sich alle 3 Minuten das Internet neu startet und der Router dann auch noch über eine Minute braucht, um neu zu laden, dann bin ich einfach nicht dazu in der Lage, Videos hochzuladen bzw. aufzunehmen. Ich konnte die letzten 4 Tage überhaupt nicht online spielen und ich konnte das Doppel-XP-Event überhaupt nicht ausnutzen, weil wir hatten am Wochenende Doppel-XP-Event zum Beispiel in Call of Duty. Das hätte ich liebend gerne ausgenutzt. Aber ich war leider nicht in der Lage dazu, das Doppel-XP-Event auszunutzen. Ich habe also kaum XP gekriegt. Ich glaube, ich konnte mal eine halbe Stunde spielen, habe irgendwie 2 Level gemacht oder so. Und das war es auch, was mich richtig geärgert hat. Und ja, es ist halt maximal frustrierend gewesen. Das Schlimmste ist halt, dass ich keine Gameplays aufnehmen konnte und auch keine. Was ist das denn? Ich habe mich getroffen. WTF. Und auch keine Videos auf YouTube hochladen könnte oder konnte, weil ich sag's ja immer wieder, ich versuche täglich ein Video hochzuladen, solange nichts Real-Life-mäßiges oder Hardware-mäßiges dazwischen kommt. Und es ist wirklich für jeden Tag ein Video geplant und angedacht, aber das klappt halt leider nicht immer. Und zurzeit macht die Telekom echt einen Strich durch die Rechnung. Und wir sind jetzt schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, wegen deren schlechten Leitung mit denen am Diskutieren. Und die haben mir ganz klar gesagt, nee, wir können ihnen da jetzt auf die Schnelle nicht helfen. Und das ist schon seit Wochen so, Monaten so. Und sie können mittlerweile, obwohl wir im Zwei-Jahres-Vertrag sind, haben sie zu uns gesagt, wir können unseren Zwei-Jahres-Vertrag einfach jederzeit kündigen, weil sie es einfach nicht auf die Reihe kriegen, mein Internet zu fixen. Nur, ich bin ganz ehrlich, das bringt mir überhaupt nichts, die Telekom zu kündigen, weil die Telekom teilt sich die Leitung hier bei uns mit allen anderen Anbietern, so wie es eigentlich überall ist. Mit Vodafone, mit 1&1 und so weiter und so fort. Und wenn die Telekom-Leitung nicht geht, dann geht die Leitung der anderen Anbieter auch nicht. Das Einzige, was hier zur Auswahl sonst noch stehen würde, wäre Unity Media. Und Unity Media hat zwar eine 100.000er Leitung hier auf der Straße zum Angebot, aber diese Unity Media-Leitung hat nur 6.000, 4.000 bis 6.000 Upload, egal wo man lebt hier bei uns in der Stadt. Und das ist halt ein kleines Problem, was ich hier zurzeit habe. Wenn ihr euch wundert, warum ich gerade so stottere, das ist ein Live-Commentary, wie schon gesagt. Davon werdet ihr in Zukunft mehrere bekommen. Immer wenn ich kein richtiges Thema habe, über das ich speziell sprechen möchte, wie zum Beispiel FPS-Bug, die Stars, neue Freischaltungen, alles Mögliche. Wenn ich kein festes Thema habe, über das ich fest 5 bis 10 Minuten reden kann in einem Commentary, dann ja, werde ich das als Live-Commentary verpacken. Ich werde dann einfach anfangen zu quatschen, euch die neuesten Informationen mitteilen, dies, das, über alles Mögliche reden und dann gleichzeitig auf Nummer sicher gehen, dass
ich durchgehend was zu quatschen habe. Und wenn ich dann halt mal 15 Sekunden zum Beispiel nichts sage, ja, dann ist das ein Live-Commentary, wo ich mich aufs Spiel fokussiere. Von dem werdet ihr in Zukunft ein paar mehr bekommen, wo ich dann auch mehrere kleine Themen ansprechen kann, wie zum Beispiel jetzt das Internet-Thema und oder das nächste Thema, was ich jetzt ansprechen möchte, zukünftige Let's Plays auf dem Kanal hier. Oder generell zukünftiger Content auf dem Kanal hier. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich jetzt relativ regelmäßig hier Live-Commentaries hochladen möchte, so wie gerade, wo wir halt über verschiedene Sachen reden, dies, das. Und ich habe mich auch dazu entschlossen, ein paar mehr Cage-Matches zu spielen, beziehungsweise Käfigschlachten zu spielen. Und warum? Ist eine ganz einfache. Oh, wir haben die beiden Skins hier freigeschaltet: Gold und Neon-Tiger. Wie sexy. Kann man sich richtig schön mit allen Freunden. Und ja. Warum ich das mache, ganz einfach, ich mache gerne 1 gegen 1 Duelle. Ich kann mich hier in 1 gegen 1 am leichtesten noch wieder an die Sniper gewöhnen. Ich frage am Anfang jedes Cage-Matches, ey, was für eine Waffe möchtest du gerne spielen? Oder gegen was für eine Waffe möchtest du gerne spielen? Und kämpfe dann dementsprechend mit dieser Waffe 1 gegen 1 mit den Leuten. Hoffe dann natürlich, dass die Leute fair spielen, keine Granaten, Stuns, Flashes oder Pistolen oder Knives benutzen. Und ja, ist ein schöner Weg, 1 gegen 1 zu spielen und sich mit den Leuten halt anzulegen, etc. Das macht halt auch schon mal Spaß. Und vor allen Dingen kann ich auch sagen, wenn ihr gegen mich spielen möchtet, dann könnt ihr mich einfach adden. Oder beziehungsweise ihr schreibt mir eine PM auf YouTube und ich adde euch. Dem schreibt ihr mir dann euren Steam-Namen, dann adde ich euch. Aber bitte genau den Namen zum Steam-Profil verlinken. Und dann adde ich euch, dann können wir gerne 1 gegen 1 Cage-Match spielen. Und wenn ihr Interesse daran habt, dass es aufgenommen wird, beziehungsweise dass auf YouTube landet, egal ob ich gewinne oder ob ich verliere, also vom Ergebnis wirklich unabhängig, ich spiele da mit euch, so wie ihr Lust habt, dann, ja, dann lasst es mich wissen und dann spielen wir mal ein Cage-Match gegeneinander. Ansonsten. Holy shit, was bist du für einer? Oh mein Gott, ich bin die ganze Zeit einen Kill hinten. Das nervt mich so. Schon lange nicht mehr mit dem Regular Scope gespielt. Ich spiele die ganze Zeit momentan nur ACOG, weil ich unbedingt die Skins haben wollte. Ja, ich Hardscope dich auch, so wie du es die ganze Zeit machst, mein Freund. Gott, ich treffe nicht. Das war so peinlich gerade. Holy shit, wie konnte ich so hart daneben schießen? Hitmarker. Auch einer der Gründe, warum ich ACOG spiele. ACOG gibt 5 Punkte mehr Schaden, auch wenn es nicht drin steht. Das war damals in COD4 schon so. Und das ist immer noch so. ACOG gibt 5 Punkte mehr Schaden und trifft somit auf Ellbogen und Knie teilweise One-Shot. Nicht immer, aber oft One-Shot auf Knie und ja, Ellbogen. Und deswegen alleine schon benutze ich ACOG. Einfach nur, weil es zuverlässiger ist, was Quickscopen betrifft. Der Typ ist die ganze Zeit im Schummeln. Der will die ganze Zeit Knifen und Pistole benutzen. Ich komme so nicht klar. Ohne ACOG komme ich nicht klar gerade. Das wollte ich ja noch ansprechen. Genau, zukünftige Let's Plays auf dem Kanal. Ich habe mir überlegt, vielleicht Infinite Warfare zu spielen, alternativ noch andere Shooter-Games, aber auch Games zu spielen, die nicht in die Shooter-Kategorie gehören. Einfach nur, weil ich da Lust zu hätte, ganz im Ernst. Ich bin ja nicht nur ein Kommentator oder beziehungsweise ein Commentary machender Mensch hier von Call of Duty etc., sondern ich persönlich spiele mehrere verschiedene Spiele. Und boah, wenn ich jetzt noch das Comeback schaffe, das wäre echt sweet. Ich glaube, das Comeback kriege ich nicht mehr hin, ey. Das ist nur noch ein Kill für ihn und der muss einfach nur random no-scopen, mich zu killen. Schade. Was ich sagen wollte ist, ich persönlich, ja, wie soll ich sagen, binde mich nicht darauf. Was labert. Ich persönlich binde mich nicht daran, nur Commentaries zu machen. Ich bin kein typischer YouTube-COD-Kommentator, sondern ich bin auch Kommentator für andere Spiele, an denen ich Interesse habe. Wenn ich ein anderes Online-Spiel spielen sollte, in dem man Multiplayer-Matches kommentieren kann, werde ich das tun. Oder über Themen reden kann, dann werde ich das tun. Genauso wie ich gerne Let's Play oder Tipps und Tricks, Guides gebe, wie zum Beispiel mit dem FPS-Fix etc. Da werde ich mich halt natürlich auch dran setzen, verschiedene Spiele zu spielen und verschiedene Sachen herauszufinden.
Und ja, das ist so eine Sache, wollte ich euch Bescheid geben. Es kommt verschiedener Content hier auf diesem Kanal, von Let's Plays über alles Mögliche, worauf ich Lust habe und worauf ihr Lust habt. Da muss ich halt von euch das Feedback kriegen. Und ich bin am Überlegen, zurzeit eine, wie nennt sich das, ein Zeitplan einzustellen, beziehungsweise mir zu erstellen, wo ich dann sage, an den und den Tagen kommt COD, an den und den Tagen kommt das, an den und den Tagen kommt Let's Play, sodass ich das alles für mich selber ein bisschen organisierter habe und dementsprechend hochladen kann. Vorausgesetzt natürlich, mein Internet funktioniert, was derzeit leider nicht richtig der Fall ist. Und jetzt spielen wir nochmal eine Runde. Naja, ich möchte nicht nochmal gegen den Typen spielen, auch nicht auf Crossfire. Der Typ ist nämlich irgendwie echt ätzend gewesen mit seinem komischen Rumgemecker. Warten wir mal kurz ein paar Sekunden. Spielen wir noch eine letzte Runde. Und ja, wie gesagt, dann brauche ich von euch Feedback und dann mache ich einen Plan und dann wird dementsprechend hochgeladen. Und ja, das ist ziemlich das, was ich heute sagen wollte, beziehungsweise euch mitteilen wollte. Gucken wir nochmal, ob wir einen anderen Gegner finden. Wenn wir jetzt nicht einen anderen Gegner finden, lassen wir es für heute bleiben. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ihr wisst Bescheid, was auf dem Channel als nächstes kommt und warum ich zurzeit nicht hochladen konnte. Das Double XP Wochenende wollte ich euch auch ankündigen, falls ihr es nicht mitgekriegt hättet. Ja. Achso, und was mir noch aufgefallen ist, was sie wieder rausgenommen haben. Sie haben tatsächlich wieder hier, wie ihr sehen könnt, die Zahlen rausgenommen, wie viele Spieler online sind. Ich glaube, da haben sich zu viele große YouTuber das Maul drüber zerrissen. Oder zu viele öffentliche Medien das Maul drüber zerrissen, wie tot das Spiel auf dem PC ist. Und dementsprechend haben sie wieder nur Prozente reingesetzt, damit die Leute sich nicht darüber wundern oder aufregen, wie wenig Leute das Spiel nur spielen. Aber das sind die Sachen, die ich euch sagen wollte, die ich heute ansprechen wollte. Und ich wünsche euch noch einen tollen Tag und würde sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.